Yo, damit begrüße ich euch. Ein herzliches Moin Moin, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu... Ja gut, zurück ist vielleicht ein bisschen falsch. Aber Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Hier werde ich spielen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Nein, ich werde es spielen bis zur Kampfzone. Und die Kampfzone werde ich dann irgendwann separat machen, indem ich das normale Spiel nochmal neu selbst spiele offscreen. Und... dann in der die Pokémon da trainiere. So ist zumindest mein Plan. Das heißt, das kann danach ein bisschen dauern. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Randomizer, ne? Was sagt ihr zu diesem wunderschönen Hintergrund? Und wie dieses süße Flamly da einfach hingefallen ist. War doch einfach nur zauberhaft. Egal, ich werde ein neues Spiel. Warte, wir gucken erstmal die Optionen hier an. Ich habe da einiges gerandomized. Jeder weiß, was eine Randomizer ist, Fragezeichen. Thron, Stereo, keine Ahnung. Rahmenmotiv hier, wir sind schon so. Guck mal, das ist wie in der goldenen und silbernen Edition. Geil. Vielleicht findet man ja irgendwas Randomize-mäßiges, was irgendwie Randomizer-mäßig aussieht. Das ist doch cool. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, aber wir nehmen es trotzdem. Was wollte ich jetzt sagen? Naja, Randomizer. Wie es funktioniert, wenn ein Pokémon besiegt wird, ist es tot. Es fängt erst an, wenn man Pokebälle hat, weil das heißt, der erste Kampf gegen Maike, den muss ich einfach nur gewinnen. Da geht es nicht darum, dass ich sterbe oder nicht. Alle Pokémon sind gerandomized, das bedeutet, es sind einfach per zufallsgenerierte Pokémon. Auch die Starter-Pokémon habe ich komplett zufallsgeneriert, das heißt, es kann ja auch ein legendäres Pokémon haben oder so. Ich habe die TMs gerandomized, also was für TMs dabei rumkommen, außer die natürlich die Felddinger hier, so wie Schaufler und sowas, alles was wichtig ist, soll beibehalten werden, ist ja klar, sonst kannst du das Spiel ja nicht durchspielen. Und auch die Items sind gerandomized, nicht geschaffelt, sondern gerandomized, also nicht durchgemischt, sondern komplett Zufall. Ja, das heißt, es kann sogar sein, dass die Pokémon auch komplett zufällig krasse Attacken lernen. Sowas wie ein Yugong kann Flammenwurf lernen oder ein Flamly kann einen Eisstrahl lernen oder per Zufall oder ich krieg halt die größten Scheiß-Attacken. Egal, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich drück mal auf neues Spiel. Wir gucken mal, was das Spiel so an Überraschungen liefert. So, was geht? Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Pokémon-Professor. Professor Pokémon meine ich natürlich, weil Pokémon-Professor ist ja, Professor Eich. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Oh, noch nie gehört, wo du hier lebst. Was ein komisches Kind. Das ist ein Dickdarm. Dickdarm. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Arbeitskollegen? Entschuldigung. Das ist auch nicht schlecht. Wir schließen uns mit ihnen zusammen, treten Kämpfe gegen andere und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Ihr müsst verstehen, das ist ein bisschen pixelig bei mir. Es ist schwierig zu lesen. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist ein Junge oder ein Mädel? Ich bin ein Junge. Fein, und wie heißt du? Da kann ich immer nur meinen echten Namen nehmen, weil... werden Namen hier noch groß geschrieben? Ich weiß es nicht. Der ersten und zweiten Generation glaube ich ja. Aber so nehme ich meinen echten Namen. Mein Name ist Enrico, ich stelle mich vor, falls ihr mich zum ersten Mal seht. Ich bin Enrico, joa, bin ich. Okay, interessiert mich nicht. Jetzt habe ich es. Du heißt Enrico, bist gerade nach Wurzel an meinen Heimatort gezogen. Das weiß er besser als ich. Aber danke.
Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Juhu! Ich habe auch eingestellt, dass ich in Räumen laufen kann. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Bestimmtes eingestellt habe. Ich darf während der Kämpfe nicht heilen. Das ist wichtig. Ich darf während der Kämpfe nicht heilen bei den Top 4. Weiß nicht, ob eine Sonderregelung ist, aber eigentlich eher nicht. Oh, hi. Ah, Enrico, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind im Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer. Enrico, lass uns hineingehen. Wir fragen uns alle, wo sie eigentlich schläft, weil... Mutter, siehst du Enrico? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Und ich schlafe unterm Tisch. Nur falls du Fragen hast. Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Enrico, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. So wären meine Eltern, würden die mal zu reden, ne? Vergiss nicht, sie einzustellen. Ich stelle sie ein, als Uhr. Dann können sie für mich arbeiten. Na gut, dann die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Es ist... AM heißt Antemeridan, das heißt Vormittag. Das heißt PM brauche ich. Nachmittag um Viertel nach zwölf nehme ich jetzt einfach mal an. Ist die Uhrzeit korrekt? Joa, das könnte noch, ne? Irgendwie so um den Dreh. Ist sowieso unwichtig. Enrico, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Diese Anfangssequenzen nerven halt. Ein Notizbuch. Öffne Menü mit Start. Ich kann auch schön vorspulen. So. Das ist geil. Geht ein bisschen Zeit verloren. Ist natürlich doof, aber egal. Ich schalte den PC an. Itemlager, Item nehmen. Trank nehme ich gerne. Item ablegen, Item in den Müll. Ihr werdet sehen, dieses Spiel ist sehr, 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 sehr trompetenlastig. Es war damals echt eine Edition. Ich habe diese Kampfzone nie gemeistert. Eine Sache, ich glaube, ich habe irgendwo Silberdings mal gekriegt, aber das war schon eine relativ schwere Sache. Oh, Enrico, schnell, komm schnell her. Da, das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schade, ist schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist dein Name. Er lebt gleich nebenan. Da solltest du ihn übergehen und dich vorstellen. Aber nicht verstellen, okay? Natürlich nicht, Mutti. Kein Problem. Wir gehen jetzt hier rein. Dann hören wir hier noch die andere Mutter. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Enrico, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter, meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Das ist dumm. Nehmen wir, was ist das? Ist das Unterwäsche? Oh mein Gott. Ihr habt gehört, sie ist in meinem Alter. Ich will mich nur zurechtfertigen, deswegen. Ne? Was, wer bist du denn? Ach, du bist Enrico, du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike, schön dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu... Was ist das für ein Traum, verdammt? Ich hab... Vielleicht träumt man sowas, aber... Mann. Ich habe schon viel von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. In die Haare wühl. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Enrico, und wir Freunde werden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh, oh nein, das habe ich ja total vergessen. Hätte er auch hihihi gesagt... Als Junge? Also sie? Er? Sie erst dann? Ich sollte Fatih doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Enrico, wir treffen uns später. Darf ich jetzt... Der Pokéball gehört Michael. Lass sie besser liegen. Das ist ihr Unterwäscheschrank. So, was sagt der kleine Max denn hier? Hey Nachbar! Hast du dein eigenes Pokémon? Nein, Opfer! Danke, danke. Dafür schon mal. Wurzelheim, Glück allein. Was los? Was, worum steht's? Hallo, das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde ja gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht nachschauen, was los ist? Ich hoffe, das Pokémon ist nicht gerandomized. Hilfe! Weil das wäre echt nicht ganz so gut. Und wir gucken zu. Hilfe, du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du ein Pokéball. Gönn dir, Junge. Fischkarpador, das nehme ich bestimmt. Hypnose Hypno und Frohhut Lombrero, dann nehmen wir doch Hypno. Willst du das Pokémon? Weil Lombrero ist natürlich. Ach,
Cavalores ist geil, aber Lombrero, dann nehmen wir Hypno, es ist ein Zickzack Level 2, damit hier das Spiel nicht komplett im Bach runtergeht. Aber Hypno Level 5, was kannst du denn eigentlich? Pfund, Aussetzer, Konfusion, Hypnose. Also dieses ist schon echt ein gutes Pokémon. Zu Beginn nicht schlecht, stirbt Zickzacks, aber Zackzick. Aber Zacki Zacki, mein Zicki Zacki. Volles Pfund in dein Gesicht. So, Hypno. Woo. Puh, ich habe im Hohen Gas Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Enrico. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Enrico. Das ist schon zum dritten Mal. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Du hast zum Beispiel in die Hose geschissen letztes Jahr noch. Da habe ich auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Lächerlich. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Oh Mann. Herz dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Enrico, ja, Hypno. Willst du dem Hypno einen Kosenamen geben? Ja, Hypno, das ist eine Regel in einer Nacht. Man muss dem immer einen Namen geben. Und zwar... nenne ich dich... Pinocchio? Wird das nicht so geschrieben? Ich weiß es nicht, aber es sieht richtig aus und jeder weiß, dass ich Pinocchio meine. Also nimm mal Pinocchio. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und erfahren willst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, Maike, studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Enrico, meinst du nicht? Es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst. Oh ja, natürlich. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen, ne? Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ich hoffe, sie hat ein Gift-Pokémon oder ein Kampf-Pokémon. Das wäre ziemlich cool. Dann könnte ich sie nämlich einfach easy weghauen. Aber naja, wieder schauen, reingehauen. Lass uns mal gucken. So, also jedes Pokémon, ich kann jetzt keine Pokémon fangen. Das heißt, es ist egal, welches Pokémon jetzt auftaucht. Das zählt nicht. Sagen wir es, wie es ist. Es zählt nicht. Latias wäre natürlich ein bisschen zu krass, aber kriegt man dafür vielleicht relativ gute Erfahrungspunkte? Pfund! Volles Pfund ins Gesicht! Psywelle. Ich glaube, das kann nicht viel abziehen. Das zieht, glaube ich, bis zu 1,5 Mal des Levels ab oder so. Höchstens. Das heißt, der wird mir immer 1, 2 oder 3 KP abziehen und das ist ja wohl lächerlich. Also stirb jetzt! Latias! Aber schön, dich gesehen zu haben. Oh ja, 60 ist ja in Ordnung schon, ne? 60 ist in Ordnung. So, was geht ab? Rosaltstadt. Da, 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 da. Rosaltstadt wird so schön. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon. Machen sie wieder fit. Möchtest du deine Pokémon in unsere Obhut geben? Wir hoffen, du beehrst uns bald wieder. Das bedeutet, dass wir auch immer hoffen, dass deine Pokémon schwer verletzt sind. Nein, komm jederzeit wieder vorbei. Es ist natürlich eine bessere Ausdrucksweise für so eine Sache. Warte mal, hier gibt's doch irgendwie den Marktleiter. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir mit? Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Der ist so blau und noch erkennbar. Wir verkaufen hier eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich. Okay. Was auch immer. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Da ist der in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Aha. So, dann werden wir mal gucken, was es heißt, ein Trainer zu sein. Ich bin ja sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Maike besiegen können. Xerox! Ich würde dich gerne besiegen. Problematik ist, du bist ein Xerox. Und Xerox ist schon gar nicht mal so schlecht. Mach Hypnose! Attacke geht daneben! Nein! Oh, dieser schielende Blick. Bist du etwa wirklich ein Xerox? Oder bist du nur eine Rockschere? Ah, Ruckzuckieb. Oh, das wird bestimmt viel abziehen. Das heißt, ich muss auch mal vorher ins Pokémon Center wahrscheinlich. Weil sonst hat das keinen Sinn. Keinen Sinn und keinen Swag. Ich werde dieses Xerox trotzdem besiegen. Komm schon, schläft tief und fest. Ich sollte vielleicht Aussetzer einsetzen, um seinen Ruckzuckieb einfach mal wegzuhauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das zieht ja nichts ab. Aussetzer! Geht daneben? Uff, ist das anstrengend. Dieses Xerox, Alter. Ein Xerox zu haben, wäre eigentlich eine recht geile Sache dann. Aber das Glück, dem zweimal zu begegnen, wird natürlich... Naja, ihr wisst schon, das wird schon nicht so richtig sein. Möglich sein, dass ich dem Xerox wirklich zweimal begegne. Mit ein bisschen Glück.
Und das dann auch noch zu fangen, das wird auch noch eine Sache sein. Kannst du es bitte verwirren? Es schläft immer noch. Voll die Schlafmütze, krass. Konfusion, nein! Ja, dieser Ruckzuckhieb, er war so mächtig. Stirb! Immer noch nicht verwirrt. Aussetzer! Warum geht das immer daneben? Will mich das Spiel verarschen oder was? So, Pinocchio! Keine Gnade mehr! Gleich gibt's Volltreffer oder sowas. Das fehlt noch. Oh, das wird leider spannender als es. Ja! Volltreffer von mir! Wer hätte das denn gedacht? Krass, also ich nicht. Auch nicht schlecht. Hier, ne? Oh, Pinocchio hat einen höheren Angriff. Ich hoffe doch, ich werde diese Turbo-Treter gleich noch bekommen. Ich werde natürlich nochmal ins Pokémon Center rennen. Um zu gucken. Und mich zu heilen. Ich habe es so gemacht, dass legendäre Pokémon auch gerandomized werden. Ich finde das besser, wenn das alles gerandomized ist. Sonst ist ein Randomizer komisch. Das bedeutet, ich darf sie fangen. Ich darf sie fangen. Das heißt, ich könnte ein Level 70 OP-Dings haben wegen Rayquaza oder so. Ich habe auch Tausch-Pokémon komplett gerandomized, was die verlangen und was man dafür kriegt. Das heißt, wenn ich das Pokémon per Zufall habe, ist das natürlich auch erlaubt. So, sonst pro Route darf man nur ein Pokémon fangen, und zwar dem ersten Pokémon, das man begegnet, falls das noch nicht klar war. Und Taupoga! Ja, der ist ähnlich für so wie ich. Das kann ich nur immer wiederholen. So, Level 2, das wird ja wohl ein easy Falex sein, hoffentlich. Flex Reflex, los, Pinocchio! Oh nein! Nein, das ist nicht busy. So, Pfund, volles Pfund ins Gesicht. Stirb! Tauboga, du bist doch gar kein Gegner für mich. So, auf jeden Fall kann ich jetzt, wow, meine Stimme, jetzt mal zu meiner geliebten Maike gehen, wenn mich diese Pokémon mal durchlassen würden. Chirox! Ich nehme das alles direkt über OBS auf, auch das Mikro direkt. Ich will mal gucken, ob das jetzt so einen qualitativen Unterschied macht, als wenn ich das vorher noch Stimme separat und so mache. Ich habe das Gefühl, es halt dann mehr, wenn ich das separat noch alles aufnehme und so direkt einfach ganz gut klingt. Ich bin gespannt. So. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Was? Oh, Heinrico! Ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. So, ich hoffe doch nicht wirklich. Ich hoffe doch, dass du ein kleiner Easy Flex bist. Oh. Lombrero, das heißt, du hast einer der Starter-Pokémon gekriegt. Das ist nicht schlecht. Und dann auch noch das Bessere. Wobei, Garados wäre natürlich echt heftig jetzt. Egal, mal gucken, was es kann. Hypnose, los, Pinocchio. Hypnotisier es. Mal gucken, was es kann, und ich hypnotisiere es einfach mal direkt. Wahrscheinlich kannst du nur Pfund oder so ein Müll. Konfusion! Lass es durch die Gegend fliegen. Oh nein, es ist direkt aufgewacht und macht Erstauner. Das ist natürlich sehr effektiv. Das ist, wie man es vom Starter-Trainer kennt. Erstmal eine sehr effektive Attacke. Okay, eigentlich einen sehr effektiven Typen immer raushauen. Aber gut, eine sehr effektive Attacke. Dann wiegt dem das Ganze ja auf. Los, komm, Konfusion, und jetzt beende es! Stirb, Lombrero! Oh, Pinocchio erreicht Level 7. Spezialverteidigung ist krass und der Angriff ist eigentlich auch relativ gut. Ich bin schon mal ganz zufrieden. Ich habe noch nie wirklich mit einem Hypno gespielt. Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich das kriege. Man kommt ja dann immer mal schön auf den Geschmack, irgendwelche Pokémon zu nutzen, die man nicht hat. Ich bin eigentlich gespannt, wie das ist mit dem Randomizer. Wenn in der Kampfzone sind die auch gerandomized wahrscheinlich, ne? Und dann ist das alles hinfällig da. Wow, das war spitze. Enrico, du bist ein Naturtalent. Hier, nimm meine 300 Pokédollar. Biatch. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurze Zeit und das mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Danke, dass du mit mir im Busch warst. Na gut, ab ins Labor. Das wird ja wunderschön. Sorry, ich muss auf die Uhr gucken. Ich muss noch arbeiten gehen. Enrico, hier entlang, lass uns nach Hause gehen. Ich weiß, wo es nach Hause geht. Ich sollte aber vorher heilen. Ich weiß nicht. Ja, krass.
Ich könnte es auch zu Hause machen. Da in dem Spiel zu Hause natürlich, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Auch so Pokémon, die man so geschenkt kriegen würde, wenn ihr jetzt so ein Carpador-Dings wäre. Würde ich auch randomized haben und auch behalten dürfen. Das wäre auch cool. Also pro Ortschaft darf man nur eins nehmen. Das ist halt so. Und das war echt eine Edition, die habe ich bis zum... Die Generation 1 bis 4, die hab ich, da habe ich noch alle Pokémon gefangen. Die komplette fünfte Generation, die habe ich ausgesetzt. Obwohl das eigentlich gute Spiele sein. Zumindest Schwarz und Weiß 2 sollten richtig gute Spiele sein. Und ja. Hallo Rico. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike, ich bin schon sehr lange bei meinen Forschungen, ist ja auch meine Tochter, ne? Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Ich wünschte, dieses Pokédex, es gibt so Online-Spiele, sowas wie Pokémon Revolution Online, gibt's auch auf meinem Kanal, Pokémon und so, da ist der Pokédex so detailliert mit den Status... Werten der Pokémon, was die lernen und so. So, sowas ist ein Pokédex. Das würde ich richtig feiern, aber naja. Nicht das, was hier ist, ne? Nur mal, wenn mein Kind ein seines Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den anderen Pokédex, während ich draußen forsche. Oh wow, Enrico. Du hast jetzt auch ein Pokémon. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokébälle. Es macht unheimlich viel Spaß, die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichen Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit einem Pokéball. Na gut, nerv nicht bitte, nie wieder. Professor Berg studiert den Lebensraum und die Verbreitung von Pokémon. Der Professor freut sich über die Mitarbeit von Maike, da spürt man Zuneigung. Das ist seine Tochter, oder nicht? Oder? Bin ich jetzt irgendwie falsche Bilder? Warte, Enrico. Warum machst du das? Hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Hypno? Du hast es von Professor Birk erhalten? Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, mit deiner Abenteuerreise sind diese Turbotreter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Ja, das wird wunderbar sein. Enrico, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte B-Knopf gedrückt, Turbotreter, rennen, schlüpfen, Turbotreter. Sehr schön, alles klar, vorzustellen, eigenes Pokémon. Du hast dein eigenes Pokémon, sich das vorzustellen. Ey, dein Vater wird glücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren. Komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Oh, sie hat schnapp sie dir alle gesagt. Das heißt, man kann hier alle Pokémon kriegen, wenn man gut drauf ist. Und wir fangen unseren ersten Teamkollegen. Was geht ab, mein Freund? Wilde Pokémon springen dich im hohen Gras an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras irgendwas machen. So, mal gucken. Ein Myrapla, das ist schön. Das ist wunderbar. Wie wär's mit einem Pokéball direkt in mein Ball? Komm schon, flieg in meinen Ball. Direkt in mein Ball. Nein! Ich sollte Hypnose einsetzen vorher. Das würde vielleicht was bringen, aber... Myrapla Level 2, Duflor, Blubella, Giflor. Kann man bestimmt irgendwie gebrauchen. Ach komm. Absorber, es absorbiert mein Leben. Ich würde gern mein Leben dafür geben. Nein, Hypnose. Und jetzt schließ es rein. Komm schon, Pinocchio. Du sollst doch nicht so sein. So, Hypnose, jetzt triffst du aber, danke. Myrapla ist eingeschlafen. Es schläft tief und kann nicht getauscht werden. Pokéball? Flieg und sieh, komm schon, fang mir das, Myrapla! Ja! Mal gucken, wie ich das nenne. Myrapla. Naja, muss ich ja. Unser erster Teamkollege heißt... Grau... Ich könnte auch nach Abonnenten benennen, aber Myrapla ist ja eine Beleidigung. Für irgendwelche Abonnenten. Krauti, du bist dran. Immer wenn er so ruft mit zwei I's, das ist sehr authentisch. Krauti, du bist dran. Wir hätten Latias haben können, bekommen haben wir einen Myrapla. Ich meine, nicht das...
schlecht ist sie später vielleicht, aber... Na gut. Willkommen im Pokémon-Center. Wir haben deine Pokémon. Machen sie wieder fit? Ja, danke. Sehr schön. Ja, habe ich das jetzt gemacht? Nein, ich habe aus Versehen Nein gedrückt. Ach so, so ist das. So, machen wir so. Dankeschön. Erstmal ein bisschen vorspulen und dann geht das schon. Guck mal, ich kann auch in Gebäuden rumlaufen, weil das sowieso komisch ist, dass man das nicht kann, finde ich. Jetzt gucken wir natürlich nochmal nach, was hier in diesen beiden Häusern ist. Was geht? Während eines Kampfes können Pokémon manchmal ein Level dazugewinnen und stärker werden. Sobald deine Team-Pokémon stärker geworden sind, kannst du auch andere Orte bereisen. Die sammeln wahrscheinlich den ganzen Tag und relativ schnell. Und da fällt dir dein Öhrchen ab. Der hat da Pokémon Fußspuren untersucht. Was geht? Das Pokémon auf der linken Seite der Liste tritt im Kampf als erstes an. Hast du mehrere Pokémon, so stelle sie nach der Reihe auf. Blablabliblablab. Na gut, ich würde Mirabla jetzt nicht an erste Stelle stellen, um es zu trainieren. Dafür würde ich erstmal mein Pinocchio, also mein Krauti, dafür würde ich erstmal mein Pinocchio trainieren. Aber wir werden jetzt mal gucken, welches Pokémon Nummer 2 sein wird. Komm her, Teamkollege. Shilock. Auch nicht schlecht. Shilock Level 4. Da haben wir ein Psycho, ein Pflanzen- und ein Wasser-Pokémon. Also, cooler kann ja der Anfang gar nicht sein. Oh nein. Deine Route schlägt so krass. Das macht mich ganz schön nass. Noch ein volles Pfund in dein Gesicht. Oh, jetzt blubbert der uns auch noch voll. Shilock irgendwie aussieht. Keine Ahnung, Mann. So voll lila irgendwie. Los, Hypnose. Oh, der trifft auch nicht mal das offene Scheunentor oder wie man das sagt. Das kann doch nicht sein, Alter. Pinocchio, du bist blind. Ich meine, bei der dicken Nase ist es kein Wunder. Da kannst du gar nicht wirklich rüber gucken. Hypnose! So, Schillerlocke. Ich habe keine Pokebälle gekauft. Das war ja besonders intelligent von mir. Das wollte ich eigentlich als erstes machen. Na komm. Bleib einfach drinnen, bitte. Nein! Das wär's ja jetzt, weil ich keine Pokebälle gekauft habe. Komm, ein Pfund schläft tief und fest. Ein Pfund überlebst du noch, komm schon. Nicht volles Pfund, nur halbes Pfund. Ja! Oh mein Gott! Los, Pokéball! Flieg und Sieg! Fang mir diese Schillerlocke! Also, Shilock ist praktisch Shilock. Wem nenne ich Shilock? Wer an wem erinnert mich Shilock? Ich weiß nicht wieso, aber ich nenne ihn, wie den guten Philipp. Ich weiß, er wird das niemals gucken, aber... Branjic, guck mal, habe ich genau richtig gemacht. Start, sehr schön. Ach ja. Was haben wir denn hier? So, Route 102. Haben wir das nächste Pokémon, was wir fangen können, aber natürlich nicht ohne Pokebälle. Das wäre echt krass, wenn ich nur einen Pokéball nutzen könnte für ein Pokémon, das man fangen kann. Aber guck mal, wie man am Anfang schon sein Team so ein bisschen füllt. Das ist doch schön. Das geht alles drauf. Für Pokebälle, denn ich kann den Kampf ja eh nicht heilen und so. Gegengift sollte ich mir vielleicht noch eins zulegen. Nur falls man sich irgendwie vergiftet oder so. Na gut, ja, wir haben ja jetzt wild hier. So. Route 102. Welches Pokémon wird es sein? Und es ist... ein... Groink. Auch nicht schlecht. Pokémon der dritten Generation. Könnte man gebrauchen. Aber naja. Was soll ich dazu sagen? Will ich das haben? Ich fange es mir und nehme es natürlich mit. Es kann Platscher, warum auch immer. Warum auch immer. Wie es auch immer Platscher macht. Okay, sehr gut. Kann man es hypnotisieren? Ich nehme an. Platscher und Schnüffler. Mehr kann es nicht auf dem Level. Die sind natürlich scheiße. Da würde ich sogar sagen, dass ich dieses Pokémon nicht direkt ins Team mitnehme. Ich kann es ja auch nicht mal mitnehmen. Premierball, weil ich 10 Pokébälle gekauft habe.
ganz vergessen, dass das geht. Ja. Jawoll. Da mein Groink. Meine Groink ist ja wahrscheinlich gar kein schlechtes Pokémon. Manipulator. Möchte ich dem einen Spitznamen geben? Ja, ich nenne dich... Groink, Floink, Moink. Schwein, Psychoschwein. Wie? Gab ich irgendjemand, der wie ein Schweinchen ist? Kian ist wie ein Schweinchen. Kian die 7. Ach komm. Sind wir mal sehr, sehr kreativ und nennen dich Schwein. Ich hab die Idee. Also es ist keine krasse Idee, aber ich nenne dich aber Schweinski. Du bist Detektiv Schweinski, weil du siehst ein bisschen aus wie so ein Detektiv. Deswegen haben wir dich. Kannst du auch noch irgendwas anderes als diese Attacken, die du jetzt da gebracht hast? Das ist also Hypnos das Beste, was mir passieren konnte am Anfang. Psywelle, Psystrahl. Krass. Das ist schon mal relativ gut. Mal gucken, ob das noch irgendwie mal zum Einsatz kommt. So, ich werde jetzt diesen Part beenden und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt gespannt, wie diese Nuzlocke-Challenge weitergeht und ciao.